glaube, jeder Prof hat ein Lieblingsseminar. Mein Lieblingsseminar ist die Forschungswerkstatt Medienpädagogik. Ich mache dieses Seminar schon jetzt seit über 10 Jahren an unterschiedlichen Universitäten. Zunächst in Frankfurt, in Erlangen-Nürnberg, in Ludwigsburg, in Wien. Und jedes Mal ist dieses Seminar ein bisschen anders, weil die Idee dieses Seminars, also der Forschungswerkstatt, ist, dass Studierende ihre eigenen Fragestellungen, ihre eigenen Fragen an die Medienpädagogik mitbringen und versuchen, dies selbstständig mit quantitativen, qualitativen Methoden zu erforschen. Also das heißt eher ja, spielerisch mit wissenschaftlichen Methoden umzugehen, mit Forschungsmethoden ganz praktisch zu arbeiten und auszuprobieren, wie man eine Frage, die man sich selbst gestellt hat, beantworten kann mit wissenschaftlichen Methoden. Und das hört sich tatsächlich auch etwas anspruchsvoll an. Und das ist es tatsächlich auch, weil die Herausforderung ist in dem Moment nicht nur eine eigene Fragestellung zu entwickeln, sondern sich entsprechend diese Methoden auch anzueignen, mit diesen Methoden zu experimentieren. Und natürlich geht das nicht immer sofort so auf Anhieb, funktioniert das auch nicht immer. Das ist recht anspruchsvoll. Und in diesem Zuge, und weil es, glaube ich, eine echte Herausforderung ist, fragte mich kürzlich eine Studentin, eine Lehramtsstudentin: Ach, Herr Knaus, irgendwie, wir müssen schon so viel lernen im Lehramtsstudium. Wir haben unsere Fächer, wir müssen Bildungswissenschaften studieren, wir müssen Psychologie studieren, wir schauen in die Fachdidaktiken rein und wir müssen etwas zur Inklusion machen. Bei Ihnen müssen wir noch die Medienpädagogik machen. Und jetzt sollen wir auch noch Forschungsmethoden lernen. Ich will doch bloß Lehrerin werden. Warum brauche ich Forschungsmethoden? Und das ist tatsächlich eine gute Frage. Warum braucht es Forschungsorientierung im Studium für angehende Lehrerinnen und Lehrer? Berechtigte Frage. Ich finde, sie ist wichtig und ich versuche das gleich in diesem Video, versuche ich das ein bisschen genauer zu begründen. Aber zunächst mal würde ich gerne einen Blick darauf hinwerfen, wie viele angehende Lehrerinnen und Lehrer das Studium beginnen, ihr Lehramtsstudium. Und da ist zunächst mal besonders, dass die angehenden Lehrerinnen und Lehrer aus der Schule kommen und nach dem Studium in die Schule gehen. Und das Studium ja von vielen angehenden Lehrerinnen und Lehrer eher so als die Vorbereitung, eine ganz praktische Vorbereitung verstanden wird für die Schule. Und das ist es ja auch erstmal, das stimmt. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch, und gerade im Lehramtsstudium, um auch Persönlichkeitsentwicklung. Und zu dieser Persönlichkeitsentwicklung einer klugen Lehrerin, eines klugen Lehrers, gehört meines Erachtens sehr deutlich, dass Lehrerinnen und Lehrer zu sich eine kritische Haltung entwickeln und eine fragende Haltung entwickeln. Man könnte auch sagen, einen Forscherinnen-Forscher-Habitus ausprägen. Das heißt also, eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer muss in der Lage sein, kritische Fragen zu stellen und diese Fragen idealerweise auch selbst zu beantworten. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Zunächst mal fällt mir ein, dass es wichtig ist, weil das nämlich diese fragende Grundhaltung etwas ist, was Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern vorleben können und was wirklich vorteilhaft ist für das ganze weitere Leben. Denn man muss sich auch mal, wenn man nämlich mal schaut, wie sich nur allein in den letzten Jahren unser Zugang zu Informationen und zu Wissen entwickelt hat und wie sich innerhalb dieser Zeit die Gültigkeitsdauer von Wissen verändert hat, nämlich enorm reduziert, dann ist es eine entscheidende Qualifikation, wenn ich in der Lage bin, mir neue Wissensbereiche selbstständig zu erschließen, Fragen zu stellen, die mir helfen,
diese Wissensbereiche erschließen zu können. Und da immer wieder. Also im Prinzip lebenslanges Lernen. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Befähigung, die Lehrerinnen und Lehrer benötigen. Nicht nur, um wirklich guten Unterricht machen zu können, sondern tatsächlich auch, um ihren Schülerinnen und Schülern vorzuleben, dass diese fragende Grundhaltung eine ganz wesentliche ist. Nicht nur zuletzt auch im Kontext von Fragen um sogenannte Fake News. Denn was ist besser, wenn ich in der Lage bin, Fake News dadurch entlarven, dass ich einfach recherchieren kann mit Forschungsmethoden, wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun würden, um herauszufinden, was ist die richtige Antwort oder was ist dran an dieser Nachricht, die mir als Fake News erscheint, oder was ist eben falsch an dieser Nachricht, die mir als Fake News erscheint. Und da ist im Prinzip gerade im Lehramt eine besondere Herausforderung bezüglich dieser fragenden und forschenden Grundhaltung, weil nämlich Schule sich im hohen Maße davon unterscheidet, das Lernen in der Schule in hohem Maße davon unterscheidet, wie wir an Hochschule oder an Universität lernen, besser gesagt lernen sollten. Nämlich, was in Schule wesentlich ist, ist, dass Kinder und Jugendliche in der Schule erforschtes Wissen, Fakten kennenlernen und entsprechend lernen. Und wesentlich an Hochschule und an Universität ist, Faktenwissen ist da natürlich auch interessant und entsprechend relevant, aber noch wichtiger sind eigentlich die Dinge, die wir nicht wissen. Das heißt also, richtig gute universitäre Lehre, richtig gute Veranstaltungen an Hochschulen sollten nicht einfach nur Wissen vermitteln, Wissen weitergeben, denn dafür gibt es andere Möglichkeiten, dafür gibt es YouTube-Videos, dafür gibt es Bücher, das kann man nachlesen und so weiter, sondern sollten neugierig machen, sollten anregen, sollten vielleicht auch irritieren, Fragen zu stellen und was dazu anregt, Fragen zu stellen und diese Fragen eben selbst zu beantworten. Und Sie sehen, das alles sind meines Erachtens ganz gute Gründe, warum es wichtig ist, sich gerade im Studium und ganz besonders im Studium in der Vorbereitung auf das Lehramt, sich mit Forschungsmethoden, sich mit wissenschaftlichen Arbeiten zu beschäftigen.